Mich triggert's halt echt, dass ich mit Catwoman nochmal da rein muss, aber gut. Vielleicht bin ich dann so genervt, dass ich das als allerletzte Trophäe dann erst einsammle. Ich bin gar nicht so bad, verstehst du? Haha, man. Okay, der war schlecht. Der war echt schlecht. Ja, Dad und Lehrer-Jokes, ja. Teacher-Jokes. Ist es hier? Ist es hier? Nee, ist es nicht hier. Irgendwo hier muss aber dieser Pinguin sein. Da bin ich gekommen. Am Ende? Achso, ich habe ihn gesehen. Manchmal am Ende ist es auch teilweise echt nur eine Sammelaufgabe. Ah, wir könnten noch einen verhören. Oh! Stealth! Wir haben sogar noch mal einen Stealth-Bereich. Habe ich irgendeine eine Batman-Herausforderung, die ich noch mit Stealth machen muss? Nee, ich habe nur das mit dem Überwassergleiten. Ah, und das mit dem verstärkten Gleitangriff. Oh, das weiß ich nicht, wie ich das hinkriege. Vielleicht eher in der Open World. Mal gucken. Aber bei Stealth sollte ich das nicht machen. Müsste es jetzt nicht eigentlich einfacher gehen, wenn ich nicht auf mich aufmerksam mache, weil die haben niemanden, der ihnen Befehle oder sowas durch ein Mikrofon mitteilt? Wir gucken mal. Wir machen mal echt oldschool hier gerade, wa? Nein, er sagt, okay, ich habe jemanden. Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Wo ist denn der dritte? Ah ja, ich sehe es. Was? Wer Schalter? Einer muss. Hab noch einen. So, das haben wir auch gleich. Hast du Schiss? Pusche, komm her. Ich muss mal sagen, Arkham Origins kriegt ja ganz schön Flack eigentlich für so viele Sachen. Ne? Aber eine Sache, die ich von Arkham Origins so geil fand, war dieses Challenge-System für die einzelnen Bereiche. Oh, das ist eine nette Verhörmethode. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts! Ich sag dir alles, was du wissen willst! War mir ein Vergnügen. Ich habe im Museum doch noch was zu suchen. Aha. Aber das ist so gut wie erledigt dann, ne? Gut. So, hier sollen noch zwei Riddler-Trophäen. Ist wahrscheinlich unterhalb von mir, ne? Wenn das so die Ecke sein soll. Ah, ja. Ich erinnere mich. Hier war doch irgendwo ein Bereich. Da konnte ich auch nicht rein ohne die Freeze-Granate. Und wo ist die andere? Irgendwo weiter mittig. Manchmal liegen die auch so blöde offensichtlich rum und man übersieht sie halt einfach. Ah? Ach so. Da will der Riddler nur, dass ich mal wieder Hackerboy spiele. Oh, was ein. Das ist ein richtiger Rick-Humor. Artefakt. Wenn man Pinguins Gefolgsmänner einführt, sind sie dann Kinder-Pinguine. Oh, das ist ein richtiger Rick-Humor. Oh! Cyrus Pinky, das ist. Pass auf, ich finde das halt voll blöde. Catwoman darf die einsammeln, warum darf ich die nicht einsammeln? Geht nicht. Ach, wäre ich doch nur hier lang gekommen. Ja. Wahrscheinlich triggert mich die echt so, ich werde die mit Absicht jetzt als letztes holen. Man braucht gar nicht eigentlich alle Trophäen zu machen. Sondern nur, dass man auf 242 kommt. Das heißt, wenn man die von Catwoman, die zähle ich zu den 242, wenn man die auch miterledigt und dann insgesamt auf 242 kommt,
dann hat man im Prinzip genug Anforderungen für alle Riddler-Geiseln. Jetzt schreibt der echt Rick mit Doppel-G, finde ich auch geil, dass er da auf noch drei reingefallen ist gestern. Als der Rickety Rick. Der Rick ist der Rick aller Ricks gestreamt hat. Fehlt nur noch sein Morty. Oh, der geht einfach schlecht. Nee, komm, lauf nochmal falsch. Nein. Hä? Hier komme ich nicht rein. Es muss noch einen anderen Weg geben. Nicht euren Ernst. Die Iceberg Launch ist jetzt blockiert von hier. Das ist nicht euer Ernst. Ich muss jetzt echt von der Rückseite. Ey. Ey, nee, ich bin vom Museum nur getriggert. Und dann passiert wahrscheinlich wieder so ein Scheiß. Man schreibt ihn Rick mit 10 Uhr. Alles Knicke beim Rigge. Ich muss jetzt echt den ganzen Umweg nehmen. Was ist denn für ein Driss? Aber ich muss trotzdem mal sagen, auch wenn das jetzt so eine Fussel- und Lauf- und Backtracking-Arbeit ist, ich finde die Interior-Sachen, also die Innenbereiche von allen Arkham-Spielen, auch von Origins, eigentlich immer cool gemacht. Also auch wenn ich jetzt hier gefühlt habe, Museum finde ich eigentlich voll nett gemacht. Und natürlich, Arkham Asylum hat sehr viele Interior-Sachen, ist ja klar. Bei Arkham Knight fand ich Ace Chemicals besonders cool. Und auch mit der Basis von Arkham Knight. Und bei Origin zum Beispiel auch Pinguins Frachterschiff. Das war auch nicht schlecht. Und eigentlich auch das GCPD. So, das heißt jetzt, ich muss. Bauer doch mal nicht so rum. Ich muss jetzt auf die Rückseite. Ich muss aufpassen, hier sind irgendwo auch. Gern, hier sind Schützen. Hier sind überall so viele Schützen. Das haben wir doch schon erledigt. Take a chill pill. Oh! Wenn du einen kleinen Ticken weiter links gestanden hättest, hätte ich sogar das geschafft, alle mit einem Mal da auszuschalten. Was noch eine der Riddler-Herausforderungen ist. Ah, schön, jetzt kann ich dich sogar verhören gleich. Ich will Informationen über den Riddler. Ich tue nur das, was er befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. Ich habe in Bury in Parkway aber echt noch einiges zu tun. Nicht nur, dass sie so schön fliegen lernen, Batman ist auch so schön am Willkommen in der Rumrutschen. Iceberg Lounge, Batman. Jetzt unter neuem Management. Ja, wegen euch, Eierköppen. Hä? Was muss ich denn hier scannen? Ach so, der Schirm vom Pinguin. Das ist ja lame. So, in meinem Rücken sind Sachen zum kaputt machen. Zwei Pinguine. Damit hätten wir auch alle 12. Und wo noch? In dem einen Nebengang da. Halt! Hier unten. Der ist aber eben schön zur Seite gesteppt. Na, ist im Ausweichen. Ah, ich verstehe. Da wäre ich vorher gar nicht hingekommen, ohne drauf zu gehen. Und was soll ich jetzt noch hier? Ich soll hier mal irgendwas scannen. Wahrscheinlich das hier. Objekt zu klein. Wahrscheinlich hier die Kleidervorschrift, ne? Ja. Die Kabelpfade. Gut, dann verpisse ich mich wieder von euch.
Der Polizist ist so doof. Ah ja? Das entspricht ja in etwa 50% aller Cops in Amerika, was? So, wir, ich will jetzt mal wissen, was das da ist. Und dann will ich mal kurz was anderes schauen. Wir haben auf jeden Fall alle Nebenmissionen schon mal getriggert. Wayne könnten wir jetzt abschließen. Und Ezreal würde ich auch bald machen, weil der fehlt noch. Von Deadshot, ich habe schon in Ewigkeiten keinen Schuss mehr gehört. Naja, wahrscheinlich wird das erledigt, wenn ich hier draußen ein bisschen weiter am Free-Roman bin. Interessantes Spiel, kommt der Joker. Da bist du ein bisschen sehr spät, denn jetzt bin ich Postgame und der Joker ist bereits tot. Okay. Lass mal schauen. Also gut, ich kümmere mich mal. Ich gucke erstmal, was bei der Wegmarke da ist und dann fliegen wir mal zu Bane. Du musst halt entweder das Projekt dann auf YouTube komplett von vorne gucken. Ich meine, das ist ja ein Let's Replay. Ich habe es ja schon mal gemacht, ne? Oder halt warten, wenn ich New Game Plus Modus starte. Ach, das ist nur die Kanalisation. Was willst du, hä? Hä? Schlägerei? Komm her. Bring it. Fällt der einfach um, der Typ. Ey. Ach, stimmt ja. Wenn ich fertig bin, machen wir noch Harley Quinn's Revenge. Oh, oh, oh. Fuck. Ey, ich hasse das, wenn diese... Nein, ich hasse das, wenn das eingeblendet... Stop it. Wer? Wer hat die Klinge? Es steht da nur... Pisst euch doch einfach. Hey. Was ist denn auf einmal los? Hallo? Aber anhand der Frage merke ich gerade, dass da jemand überhaupt nicht kennt, dass wir... dass es Batman Arkham Spiele gibt und ich schon alle vier Teile davon Let's Played habe. Ah, Herr Nick ist da. Und? Mein Nightbot hat wieder ein Timeout gesetzt. Auch nicht schlecht. Oh, politische Gefangene. Wo? Die habe ich auch noch vor mir. Entweder machst du, was ich will, oder ich lege dich sofort um. Doch wenn ich dich umlegen muss, Batman ist zurück. Dann will ich mir dafür Zeit lassen. Ich habe immerhin einen Ruf zu verlieren, wenn du verstehst. Batman! Snächtle. Oh, da liegt... Wieso liegt da einfach so eine Ritter-Trophäe? Wieso habe ich die nicht? Wieso schneit sie die ganze Zeit? Ja, und Tandem. Hä? Ach so, weil ich von der anderen Seite da rein muss. Ich verstehe. Ich habe die Killer Croc Sache noch gar nicht gemacht. Nee. Oder habe ich's? Nee, ich habe es noch nicht gemacht. Verlass ich sofort dieses stinkende Gotham City. Mann, ich bin die Fledermaus. Wie geht's, Ayo? Es läuft, ne? Und selbst. Und ich schläge. Wo bitte hat denn dieser Lauf von Riddler noch eine Trophäe hingelegt? Habt ihr das gesehen? Unter diese. Deine Mutter. Hey, ich sehe einen Scheiß. Get over here. Ah! Fuck. Wolltest du meine Kombo versauen? Was war das für ein Rectal-Effekt? Wie ist denn der geflogen, Alter? Ah. Wie ist denn der geflogen? Ah. Oh, Stufenaufstieg. So, können wir mal die Panzerung auf 2 packen. Dann bin ich auf jeden Fall das nächste Mal für Stealth schon mal ein bisschen besser gewappnet. Antworten? Guck mal, was... Habe ich das schon gelöst? Das wird auf jeden Fall nicht angezeigt. Aber guck mal,
Der Riddler hat hier. Oh, kann das sein, dass mir das einfach noch fehlt? Guck mal hier. Der hat das einfach. runtergekriegt. Wann kommt Harley? Ey, du bist echt zu spät in der Story dran. Harley DLC dauert dann, müssen wir. Weil jetzt räumen wir erstmal auf der Karte auf. Aber zum Schluss für heute schalten wir noch Bane aus. Ich habe die erste extreme Herausforderung freigeschaltet. Nice. Noch ein politischer Gefangener. Ich will zu Bane, Mann. Ihr haltet mich auf. Komm her. Hab ich doch. Hat's Maul jetzt. Was ist denn das? Das ist ja so ein Klitsch wie damals mit. Das ist ja echt ein Witz hier. Ey, der andere schreit immer noch rum. Das ist genau wie bei Heavy Rain damals. Dieser Glitch. Ich arbeite für eine Beratungsfirma. Oh, er ist da beinahe reingeflogen. Na? Willst du tanzen, Punk? Was war denn das für ein Kameraengel? Ein Kamerawinkel. Warte mal. Nein, so nicht. Das war schlecht. Der Riddler hat auch echt nichts Besseres zu tun, ne? Hallo? Ja, vor allen Dingen, hier nennt sich Joker-Fan. Also auf meinem Kanal gibt es ja. Ja, ich meine den Sean Glitch, genau. Auf meinem Kanal gibt es ja schon alle vier Haupt-Arkham-Spiele und schon ein Let's Replay von Arkham Asylum und das hier landet dann auch irgendwann noch auf dem Kanal. Ich will jetzt endlich mal zu Bane. Hört jetzt auf mit den politischen Gefangenen. Wollen wir wetten? Jetzt habe ich gesagt, hört auf mit den politischen Gefangenen. Jetzt kommt eins von Deadshots Opfern oder die Leiche, die identifiziert werden muss. Ich wusste, schon wieder ein Gefangener. Jetzt spawnen die auf einmal alle. Und als wir es gespielt haben, die Hauptstory, kam da keiner von denen, gell? Ich will doch nur noch zu Bane. Und heute... Um das heute abzuschließen. Ja, irgendwo ist hier noch dieses Poster von der Grayson-Familie. Egal. Wenn ich den Winkel anders genommen hätte, hätte ich das mit dem Gleitangriff geschafft, ne? Du hattest recht, das ist Batman. Nee, Elongated Man. Hast nicht gesehen, wie stretchy meine Knochen sind? Und meine Gelenke und meine Gliedmaßen? Gute! Du Jadak! Meine Kombo war so schön! Ich krieg einfach, ja, wirklich, spawn alle politische Gefangene. Aber nix von Deadshot, nix von Azrael, nix von Hush. Na, wenigstens machen wir Bane jetzt fertig. Ich hab nur wieder vergessen, wie der Kampf war. Ha! Mit seinem Teddybär wieder. Ich habe die Behälter zerstört, Bane. Gut. Ich habe nichts gedrückt, wieso wurden das... Habe ich jetzt irgendwie den Dialog geklitscht? Guck mal, das Schöne ist, dass er sie alle umgenockt hat. Dann können wir die schnell ausschalten. Ja! Jetzt hat er mich auch umgerannt. Komm aus von Friendly Fire gehört.